Hallo und herzlich willkommen schon zu meiner dritten Aufnahme. Wahnsinn, schon drei Aufnahmen. Hätte ich nie gedacht, dass ich es jemals so weit bringen würde. Ja, nachdem die letzte Aufnahme leider etwas plötzlich geendet hat. Also es war nicht nur das Video zu Ende, es war auch die Aufnahme zu Ende. Und ich gehe ja nochmal schnell hoch. Ich stehe auch vollkommen dazu, weil man klopfte lautstark an mein Zimmer und rief nach mir und das so laut, dass man es auf der Aufnahme super verstehen kann. Und naja, vergessen wir das. Wo waren wir stehen geblieben? Richtig, beim Zerkleinern von Möbelstücken. Ich hab doch versprochen, nicht mehr zu machen. Ich mach's trotzdem noch. Ach, immer dasselbe. So. Ja. Ich war nämlich ungefähr schon so weit und dann klopfte man an mein Zimmer und ich dachte, ich könnte die Aufnahme retten, wenn ich Fraps deaktiviere. Und dann hatte ich noch mal noch, weil ich auch weg musste, das heißt, im RL war meine Zeit, die ich hatte zur Aufnahme, abgelaufen. Und ja, ich habe halt versucht, das noch irgendwie zu retten, habe dann Fraps wieder gestartet und dann war das irgendeine verkorkste Aufnahme und das Audiomaterial hat nicht mehr dazu gepasst und dann habe ich einfach mal noch ein Stück weggeschnitten. So, gehen wir mal hier rein. Denn hier erwartet uns etwas ganz Besonderes. Hinter den ganzen Schleiern, die erstaunlicherweise auch wirklich auf den Prinzen reagieren. Ja. Na ja, gut, sie sind etwas durchlässig, aber naja. Ist halt sehr leichter Stoff. Treten wir einmal in die endlose Dunkelheit. Hätte ich mich auch gefragt, was zum... Hallo? Ist hier jemand? Ich glaube nicht, dass da irgendjemand antworten wird. Ich glaube, ich bin nicht mehr in Azad. Das glaube ich auch. Schauen wir uns mal um. Ah. Noch mehr Hängebrücken. Noch mehr. Ein magischer Ort. Mit seltsamen, fluoreszierenden Wasser. Steinen. Ja, Wasser. Ach nee. Ich habe das Gefühl, das Wasser war leicht schlecht. Oh, und unsere Lebensanzeige ist länger geworden. Da muss ich auch noch mal was erzählen. Ich habe es ja schon mal durchgespielt. Und da habe ich diese, die allererste, die so... Seltsam. Ich fühle mich wundervoll. Ja, ja, fühlt sich wundervoll von vergammeltem Wasser. Ich hasse es, wenn der mich immer unterbricht. Nee, und dieses allereinfachste aller Löcher hatte ich dann leider übersehen. Leichter könnte es nicht sein. Ich habe es über... Wow. Blöde Kamera. Ich habe es übersehen. So, und hier den Sandfurz, den nehmen wir auch nochmal mit. So. Ich habe übrigens nochmal ein bisschen mit der Lautstärke meines PCs rumgespielt. Ich hoffe, dass das Video jetzt allgemein etwas lauter sein wird. So, komm, lass dich jetzt hier mal fallen. Hallo? Gehen wir mal wieder über die praktischerweise wie Treppen geformten Zusammenbrüche hier entlang und... Oh, eine Zwischensequenz. Interessantes Fallgitter. Worauf hat er wohl geguckt? Richtig, auf das Amulett. Ich bin Farah, Tochter des Maharajas, den ihr den Dolch gestohlen habt. Ich hab ihn geborgt. Euer Berg. Ich sah, wie mein Vater zu Sand wurde. Und wir teilen sein Schicksal. Wenn ihr mir nicht den Dolch gebt, um eure Tat rückgängig zu machen. Euer verräterischer Visier gebrauchte eben diese Worte. Von nun an vertraue ich nur noch mir selbst. Warum sollte ich sie erst suchen? Oh. Lauf! Sie sind ein bisschen groß geraten, die Viecher. Geh zurück in die Eingangshalle und warte dort. Los! Warum kann ich einfach eher durch das Loch kriechen? Oh Mann. Ich hatte in Erinnerung, dass die Viecher immer relativ... Ja. Weil die greifen seltsamerweise irgendwie immer zur falschen Zeit an. Man kann auch nicht über sie springen. Und dann haben die auch diese extrem mega langen Scheren. Wo ich mich frage, ob die da nicht eigentlich nach vorne... vorne überkippen müssten. So, ich hoffe, das waren jetzt alle. Ja. Das waren auf jeden Fall alle.
Und ich weiß gar nicht mehr, falls ich es in der, der Zu... Nun erinnerte ich mich an sie. Seit wir Indien verlassen hatten, war sie da. In der Wüste... Wie redet er mit offenem Mund? Augen auf mir. Sie und ich, die zwei einzigen Überlebenden. Sagte ich zwei. Verzeiht, wir waren drei. Der Vizier. So, und während die Zwischensequenz hier läuft, ich weiß nicht, ob ich es in der 2.1 Version der zweiten Aufnahme gesagt habe, aber dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass in der Zeit, wo der den Dolch nicht hatte, trotzdem bei dieser Bewegung, die er am Ende eines Kampfes macht, trotzdem immer die Hand Richtung Dolchscheide geführt hat, als hätte er einen Dolch in der Hand, was er natürlich nicht hat. So, gehen wir erstmal durch den Durchgang. Ich habe ja auch immer dazu geneigt, dieses Spiel ist sehr geradlinig, aber immer wenn es einen Abzweig gab, habe ich immer auf jeden Fall irgendwas übersehen. War immer so. So. Und Sprung! Ach, geschafft. So. Das sah bestimmt mal richtig schick aus hier. Naja, sah ist das richtige Wort. Gut, schauen wir mal, ob es hier entlang geht. Offenbar schon. Oh, Krähen. Die Sanduhr. Was? Hätte ich mich auch gefragt. Ich bin ja unhöflich, das wäre... Ich verstand nicht die Bedeutung dessen, was ich sah. Aber ich wusste, mit Sicherheit hatten diese Kreaturen einen Meister. Den Vizier. Der Mann, der mich dazu brachte, die Sanduhr zu öffnen, hatte seinen Willen. Und aus irgendeinem unbekannten Grund begehrte er den Dolch und würde nichts unversucht lassen, ihn zu besitzen. Nun, ich wollte ihm geben, was er begehrte, und den Dolch in seinem verräterischen Herz versenken. Ja, voll aufs Maul. Tja, mich nervt sowas von, dass er... Wieder mal so einer dieser skriptgesteuerten Wegbrüche. Ich hätte hier 100 Stunden stehen können und dort hinten wäre nichts passiert. Außer ich drehe hier hin. So. Rüber wieder. Astrain Warrun zur anderen Seite. Gut. Sind wir... Ja, und wieder eine Sequenz. Ich bin immer noch sichtlich genervt davon, weil ich das eigentlich alles schon gemacht hatte. So. Kriegen wir mal das, die Säule hoch. Jetzt habe ich, weiß Gott, das vergessen, was ich... Oh, das war haarscharf. Gott sei Dank habe ich auf leer gedrückt. Jetzt habe ich doch, weiß Gott, doch vergessen, was ich sagen wollte, als sie die Sanduhr dort hochgeflogen haben. Ach ja, der Prinz fragt, was? Ist ja unhöflich. Heutzutage sagt man ja, hä? Hä? Was war denn das? Hä? So, und hier... Wieder Insekten. Spielen wir mal wieder Kammerjäger. Ja, Kammerjäger ist das. Glaube ich auch. Ach, ich und mein verkorkstes Allgemeinwissen. Insekten sind Kammerjäger. Ja, auf jeden Fall. So, und wir müssen immer noch da runter. Gut. Einfach mal den Vorhang aus dem Weg gerannt. So. Und Sprung. Und Sprung. Und Sprung. Sinnloser Sprung. Gut. Oh, mal richtig passend Ziel gedrückt. Na. Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Ich hab das Ding einfach platt gelaufen. Naja. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Er macht schon wieder die Möbel kaputt. Es sind aber nicht so viele, also regt euch ab. Gut, und rüber, und Schwung, läuft doch ganz gut. Ich glaube, das erste Mal bin ich hier abgestürzt. So, und wir holen uns da drüben nochmal schnell die Sandwolke. Aber da, weil wir ja nicht so lange laufen wollen, springen wir hier rüber. Sieht auch fast so aus, als hätten wir bald unsere erste Sandwolke, Sandwolke. Unseren ersten weiteren Sandbehälter frei. Huhu. Nee, wuhu. Nein. Gut, wo ging's lang? Ich,
Hunger!